Was Bindungsliebe bewirken kann und wie sich die auf körperlich-seelische Symptome auswirken kann oder was sie bewirkt, darüber spreche ich in diesem Live-Video. Ich möchte dir heute drei Tipps geben, wie du in deiner Praxis mit deinen Klienten, mit deinen Patienten besser auf ihre Symptome mit dem systemischen Blick schauen kannst. Ja, Bindungsliebe. Ich bin Christine Hustoriana. Ich bin seit 34 Jahren systemische Körperpsychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Psychosomatik und seit über 20 Jahren bin ich Systemikerin, anerkannte Lehrtherapeutin in der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen und hier in der Maremma Toskana lehre ich an meinem Institut für systemische Lösungen meinen systemischen Blick. Ja, was kannst du tun? Du kannst erstens, der Tipp Nummer 1 ist, schaue auf deine Klienten mit dem Bewusstsein, dass es Bindungsliebe gibt. Bindungsliebe kreiert immer Unordnung und sie kreiert sehr oft körperlich-seelische Symptome. Das solltest du auf jeden Fall wissen. Und zwar sowohl bei Menschen wie auch beim Tier, weil Bindungsliebe eine unbewusste Liebe ist. Wir nennen sie auch blinde Liebe. Der Tipp Nummer 2 ist, frag dann nach. Gab es in deinem Familiensystem Verluste? Gab es Kinder, die verschwiegen oder nicht betrauert wurden? Vielleicht hast du selbst ein Geschwisterchen verloren. Frag nach, wenn es sich um ein Tier, ein Pferd handelt. Was gibt es im Moment in deiner Familie? Gibt es Verluste? Gibt es große Veränderungen? Gibt es Panik oder Existenzängste, gerade jetzt in der Zeit mit Covid? Da poppen viele alte, übernommenen Gefühle aus dem System hoch. Und der Punkt Nummer 3 ist dann, dass du dir vergegenwärtigst nochmal, dass diese Person oder dieses Pferd etwas trägt. Ja? Also zum Beispiel, als wir uns noch nicht ganz entschieden hatten, die große Veränderung zu wagen, hierher nach Italien von Deutschland aus, hier eine neue Existenz aufzubauen, bekam mein Seelenpferd Balaki Probleme, ziemlich große Probleme mit ihrem Fuß. Und als ich dann da hinschauen konnte, ja, ich wage den Sprung mental vielleicht, aber körperlich
zieht mich einiges zurück, der Abschied zu meinem Heimatland, der Abschied zu meinen Geschwistern, der Abschied von meiner Mutter, die damals schon alt war, hin in das Land meines Mannes, ja, weil das eigentlich die richtige Ordnung ist, ja, weil das Gegenwartsfamiliensystem hat Vorrang vor dem System, aus dem wir kommen. Als ich mich dann und wir uns schnell entschieden, war wie durch ein Wunder mein Pferd mit Unterstützung der homöopathischen Tierärztin geheilt. Ja? Oder manchmal können wir das Leben nicht vollnehmen. Wir haben schon Schwierigkeiten im Mutterleib, weil dort zuvor ein Geschwisterchen gestorben war. Und so ist dann der Patient, die Patientin, die Klientin in einem großen, unbewussten Schuldgefühl, auch unter Umständen in einer großen, unbewussten Panik, weil diese Atmosphäre nicht warm und beschützend war. Aber das möchte ich dir für heute mitgeben. Ermuntere deine Patienten, deine Klienten, aber auch dich selber hinzuschauen. Durch dieses Hinschauen werden dann alte Gefühle aktiviert, die dürfen ans Licht kommen, aber die machen dann den Weg frei zu einer guten Lösung. Ja, das waren heute meine drei Tipps zur Bindungsliebe, zum Verstehen von körperlich-seelischen Symptomen. Ich lade dich nochmal ein, komm doch zu meinem kostenlosen Webinar an Bindungsliebe. Da geht es darum, besser körperlich-seelische Symptome zu verstehen, für dich, natürlich für deine Klienten, Patienten, und oder ihr Pferd.